Hallo und herzlich willkommen. Oh Gott, was kommt da? Unser Endgegner vom letzten Mal. Na, ich treffe ja richtig gut. Ich habe ihn dreimal gehittet. Ich glaube, letztes Mal. Oh Gott, da sind irgendwo Steps, die auf uns zukommen. Lauf mal dem Terrano dann hinterher. Ich hoffe, wir können den irgendwie noch einsammeln und dass der gleich abstürzt. Ich wollte sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prehistoric Hunt. Lang ist her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber wir haben auch tatsächlich ein kleines Problem. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht mit der Jagd beginnen, denn wir haben kaum noch Munition. Also das Gewehr ist jetzt leer. Und wir haben jetzt noch Pistolenmunition. Und wir sind irgendwo am Arsch der Welt und müssen halt zum Warehouse erstmal, um uns auszurüsten wieder. Und vielleicht auch neue Waffen zu kaufen oder so, ich weiß es nicht. Ach, guck mal, wir sind da oben und da unten ist das Supply Warehouse. Jetzt ist es auf dem Kompass, aber ich glaube, wir können nicht schnell reisen, ne? Und ich höre Steps. Oh Gott, wir werden sowas von sterben. Was ist denn das hier? Giganotosaurus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen hier weg. Wir rennen einfach weiter. Nicht umdrehen. Einfach rennen. Wir haben eh keine Muni oder so. Da ist er. Gut, dass wir gerannt sind. Das hätte böse enden können. Oh, der ist riesig. Oh, sowas kann ich, glaube ich, noch nicht Jagd machen. Nee, das dürfte noch nicht funktionieren. Ich weiß halt jetzt nicht, wie man so eine Spur verfolgt von einem Pteranodon. Ich glaube, den muss ich entweder richtig gut hitten, dass der direkt abstürzt, oder halt vielleicht erstmal eine bessere Waffe oder sowas holen, dass ich mehr Schaden mache. Aber bis jetzt hat das noch nicht so gut geklappt mit dem Schießen. Ich war halt auch gerade noch gar nicht vorbereitet. Ich habe auch nicht gut getroffen. Hier schon wieder Steps. Es ist ja so gruselig, dieses Spiel. Nicht angreifen, Anki. Warum greift er mich an? Oh Gott, er greift mich echt an. Ich renne. Oh nee, ey. Ich habe kaum noch Ausdauer. Meint ihr, können wir hier auf den Baum klettern oder so? Vom Jäger zum Gejagten. Oh, ich komme hier nicht hoch. Okay, wir sollten einfach weitergehen. Ja, ohne Munition ist das echt schwierig. Das geht ja hier super los. Vielleicht hier oben links, sollen wir das mal versuchen? Ich muss halt jetzt random irgendwo hingehen, weil bis hier nach hier unten, das überlebe ich niemals. Da sterbe ich halt. Wenn da nichts ist, habe ich Pech gehabt. Aber ich habe halt von der Map noch gar nichts erkundet. Das sind halt schon wieder Fußabdrücke. Iguanodon, okay. Ich weiß halt nicht, inwiefern die alle so aggressiv sind. Weil anscheinend sind Pflanzenfresser ja auch aggro. Der Anki hat mich ja auch einfach angegriffen. Aber vielleicht sind die halt auch nur aggro, wenn ich denen zu nahe komme. Ey, es sind überall Steps und irgendwelche Dino-Sounds. Erstmal hier den Berg hoch. High Ground haben ist immer gut. Wenigstens haben wir das jetzt erstmal überlebt, da unten. Da waren überall Steps und Schreie. Gott sei Dank. Da über uns sind auch schon wieder irgendwelche Dinos. 64 Leben haben wir noch. Oh, da vorne ist ein Fragezeichen. Also das scheint irgendein Ort zu sein. Da gehen wir jetzt als erstes hin. Hoffen wir mal auf ein Warehouse. Aber ich glaube nicht, das hätten wir sonst schon gesehen. Das
muss ja irgendwie. Ach, das ist einfach nur so eine Truhe oder sowas. Seht ihr das? Da unten. Eine Crate. Eine Kiste. Das wollte ich sagen. Hä? Und da ist jetzt nichts drin, oder wie? Was ist das denn? Das ist ja mein Inventory, das ist meine Muni. Und hier war jetzt einfach das ganze Ding leer. Toll, ich habe eine leere Kiste gefunden im Dschungel. Herzlichen Glückwunsch. Da vorne ist auch schon wieder was eingezeichnet. Ich glaube, das ist aber auch so eine Kiste. Aber gehen wir trotzdem hin natürlich. Vielleicht ist da Muni drin. Oh, hier ist was drin, das ist gut. Pistolenmuni. Noch mehr Pistolenmuni und ein Health Pack. Das werde ich jetzt noch nicht nehmen. Wir haben ja noch 64. Okay, das hat sich gelohnt. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Pistolenmunition. Ich habe ja zum Glück gerade sehr guten Ausblick. Deswegen muss ich dann halt die Dinos dodgen. Das ist, glaube ich, ein Carnotaurus. Gehen wir hier rechts lang, würde ich sagen. Ich muss, glaube ich, auch aufpassen wegen Fallschaden. Hier sieht ganz gut aus. Gehe ich da am Strand entlang. Dann sollte das passen. Oha. Ein Iguanodon wurde hier getötet von dem Kano. Oh, Trophy Shot wollte ich gar nicht machen. Da sind wir. Ja, Licht wollen wir auch nicht. Ich will hier raus. So. Kann ich das mitnehmen, das Ding? Ne. Na dann schnell hier weg. Nicht, dass er gleich wieder zu seiner Beute wiederkommt. 400 Meter sind es noch. Aber das Problem ist halt, es ist irgendein Random-Punkt, den ich markiert habe. Das heißt nicht mal, dass da hinten was ist. Und es wird gerade auch dunkel. Ah, das ist echt fies. Und die Sonne ist gleich weg. Hier sind irgendwelche Dinos und ich habe keine Ausdauer. Oh ja, da jagt irgendwas. Oh Gott. Bitte geh zu dem anderen, nicht zu mir. Oh Gott. Da sind wir wieder. Mitten in der Nacht. 700 Meter weit weg sind wir gespawnt. Oh, jetzt sind wir noch mehr an der Küste. Aber vielleicht ist dann ja hier irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Wir können halt irgendwie nicht schnell reisen, glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Oh, und die Nacht macht es echt nicht besser. Hier ist einfach nichts auf der Karte. Gar nichts. Ich gehe jetzt nochmal da in den hintersten Fitzel. Dann gucken wir da nochmal, ob da irgendwas ist. Ansonsten ist die Ecke hier oben links halt eine Katastrophe für uns. Oh, da ist ein Fragezeichen und ein Leuchtturm. Perfekt. Ich hoffe, da können wir uns ausstatten. Ja, wir müssen dahin. Wir sind halt jetzt ganz oben links. Oh, bitte lass mich da neue Waffen kaufen können und sowas. Oder schnell reisen oder irgendwas. Ich brauche halt unbedingt Ausrüstung. Schlafen wir auch gut, weil es ja mitten in der Nacht. Das ist jetzt nicht nur eine Kiste, hoffentlich. Nee, das ist ein Bett. Oh, und ich kann mich ja ausrüsten, so wie es aussieht. Oh, das ist ja perfekt. Oh, sehr schön. Wir schlafen aber erstmal. Jetzt können wir uns ausrüsten. Oh, das sind hier Trophäen. Pachycephalosaurus töten. Rewards. Claim Rewards. Ach, das hatten wir schon geschafft. Okay. Nehmen wir natürlich mit. Da haben wir nochmal 15 mehr Gold. Ich weiß gar nicht, was die Sachen kosten hier. Oh, Hunting Rifle kostet 500. Da sind wir auch noch lange nicht. Wir
können uns auf gar keinen Fall irgendwas kaufen hier. Einen Bogen könnte man noch kaufen. Wir brauchen aber hier Muni. Es nützt nichts. Ah, Callers gibt's auch. Das ist ja cool. Ja, wir können nur Munition kaufen. Oder halt so ein Krams hier. Energy Pack. Eine Flare. Ich weiß nicht, lenkt die ab? Meint ihr, das funktioniert? Kauf mal eine Flare. Warum nicht? Könnte man mal ausprobieren. Aber ansonsten würde ich jetzt erstmal meine Ersparnisse und mein Geld hier reinstecken in Munition. Oder haben wir jetzt schon 80 Muni? Oh ja, das ist 80 Muni. Okay, die Muni ist dann auf jeden Fall nicht so teuer. Das ist gut. Die Flare würde ich auch noch irgendwo gerne drauflegen. Hier auf die 4. Vielleicht können wir damit dann ein Fleischfresser ablenken, wenn wir angegriffen werden. Ich denke, mit 80 Muni kommen wir erstmal hin. Dann können wir den Rest sparen. Dass wir dann irgendwann auch uns mehr leisten können. Und hier könnte man sogar ja, Sachen in den Storage packen. Also andere Waffen und so wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Das hier vorne, was ist das? Ach, hier kann man jetzt schnell reisen. Okay. Ich würde ja fast sagen, dass wir dann dahin gehen. Das ist ja cool. Okay, also man kann von Warehouse zu Warehouse schnell reisen. Aber die Gegend hier ist, glaube ich, interessanter. Dann würde ich nämlich sagen, wir gucken uns jetzt nochmal nach einem Auftrag um. Und dann versuchen wir den nochmal zu erfüllen. Also entweder Triceratops oder Anki. Ich würde halt sagen, dass wir... Anki hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon erlegt. Dann nehmen wir diesmal... Wir nehmen den Pach... Ne, den Pach haben wir auch schon erlegt. Ich glaube, Triceratops noch nicht. Warum ist denn da jetzt noch so ein... Ach, weil hier die Triceratops jetzt sind, oder was? Ist das der Radius? Ich glaube schon. Das waren Triceratops, glaube ich. Ja, das ist einer, oder? Kommen wir eigentlich hier hoch? Okay, ich glaube, hier sind wir safe, oder? Sollen wir mal schießen? Muss ich höher zielen? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss von der Seite eigentlich schießen. Ich will nicht vorne in den Nackenkamm da schießen. Der ist, glaube ich, ziemlich hart. Aber er kommt gerade näher, das ist gut. Ich glaube, der war gar nicht schlecht, der Treffer. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er mich hier nicht reachen kann, weil von vorne reinschießen bringt halt nicht viel. Okay, er ist down. Ich weiß halt nicht, wie oft ich schießen darf. Aber den haben wir schon mal. Aber der war halt nicht alleine, das ist das Problem. Sammeln den schnell ein. Oh, der ist sogar Gold. Richtig gut. Okay. Sollen wir den Auftrag erfüllen oder hier claimen das Ganze? Mach mal Full Contract. Ah, jetzt haben wir oben eine 1 von 2. Okay, einen müssen wir noch töten. Aber wir brauchen halt noch einen. Ich glaube, hier sind die Steps von dem. Ja, Triceratops. Aber da können wir sogar mal Follow machen. Jetzt sehen wir die sogar so in Blau. Das habe ich auch noch nie gemacht. Oh, ich höre Steps auf mich zukommen. Da ist er. Ist jetzt schlecht. Ist nicht nur einer. Oh Gott. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht lasse ich die vorbeiziehen und suche mir erstmal einen besseren Ort und schieße dann von der Seite oder so. Ich
würde auch lieber auf den hinteren schießen, muss ich sagen. Weil dann habe ich den vorderen besser im Blick. Wir sind natürlich hinter so einer Kuppe. Könnte schwierig werden. Da ist noch einer, okay. Ist ein Nachzügler, dann nehmen wir den. Der ist alleine. Dann ziehen die beiden da weg. Und wir nehmen den Nachzügler. Das ist, glaube ich, perfekter Plan. Ich hoffe, die merken das dann gar nicht, dass ich auf ihren Mate schieße. Weg. Okay, seine Mates haben es nicht bemerkt. Das ist gut. Ich weiß halt gar nicht, wie oft ich schießen darf und sowas, aber ich habe halt ein bisschen Angst, deswegen schieße ich lieber mehr als wenig. Der ist Silber. Aber wird nicht so gut getroffen überall. 5 Schüsse. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Score so runtergegangen. Aber der ist auch wesentlich leichter und kleiner als der von vorhin. Ich glaube, der war 10.000 Kilo, ne? Ich glaube schon. Egal. Wir erfüllen den Auftrag. Damit haben wir es erledigt. Und dann gehen wir zurück zum Warehouse und dann holen wir uns unsere Belohnung ab. Ich mach das mal von hier in. Ach guck mal, jetzt können wir uns hier unsere Belohnung abholen. Sehr schön. 130 haben wir jetzt aktuell. Jetzt haben wir 173, das war gar nicht schlecht. Also die Money haben wir schon wieder drin, die wir vorhin ausgegeben hatten. Und ja, Leute, das soll es mit der heutigen Folge von Prehistoric Hunt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann würde ich auch noch mehr Videos zu dem Spiel machen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.